Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Chill. So, dem Let's Play zum Einschlafen für alle, die es nicht kennen. Wir spielen wieder ein bisschen Animal Crossing. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich bin gerade dabei, mein Inventar ein bisschen aufzuräumen. Denn es gibt einige Sachen, die brauche ich jetzt aktuell noch gar nicht. Das wird erst später interessant. Werden wir später wirklich zur Dekoration benutzen. Ich habe... Oh nein, das wollte ich nicht. Ich habe schon ein paar nette Ideen für ein paar von den Sachen. Aber mal schauen. Ins Lager damit. Die Baseballkappe und die Schuhe. Kann alles weg. Das stört uns nur jetzt aktuell im Inventar. Ich will mal auch meine Werkzeuge ein bisschen sortieren. Da muss einfach ein bisschen Ordnung muss sein. Ich habe die immer gerne in der obersten Inventarreihe sortiert. Eigentlich ist es relativ egal, aber ist einfach ordentlicher. Hier, das können wir mal ins Lager packen. Genauso wie das hier. Ja, und ich glaube, dieses Lied hier habe ich schon, ne? Die KK-Parade, die ich mir da gekauft habe. Genau, die habe ich doppelt. Die kann ich dann gleich auf meinen zu verschenkten Stapel legen. Der ist, glaube ich, momentan sowieso leer. Na gut, dann mal los. Gucken wir mal. Legen wir erstmal... Ah, was habe ich denn hier? Was ist denn das? Eine Fundsache. Ach, das ist Zufall. Ach, das ist natürlich witzig, dass hier eine Zufache bei meinem kostenloses Zeug liegt. Das heißt nämlich, dass die jemand verloren hat von den anderen Bewohnern. Irgendwie lustig, dass die hier liegt, weil... Ja. Naja, gut. Legen wir mal die Musik hier hin. Das bringt mich aber gerade auf die Idee, dass wir auch noch im Gemeindezentrum vorbeischauen sollten. Und vielleicht gibt es wieder ein neues Stück von KK, das mir in meiner Sammlung noch fehlt. Ich hätte nur gerne irgendeine Möglichkeit einzusehen, welche Musikstücke ich schon habe und welche noch nicht. Oh, hallo Sepuloni. Jetzt hast du also einen Keller. Ach ja, seit ich mein Haus ganz abgegradet habe, war ich noch gar nicht hier. Nicht viele Leute haben ein Haus, das so beeindruckend ist wie deines. Dann gäbe es nur noch eins. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 2,498 Millionen Sternis. Wow, das ist ein Haufen Geld. Ja, bitte führe Rückzahlungen wie zuvor über den Bankautomaten des Nook-Portals durch. Es ist nicht möglich, dein Haus noch zu erweitern, aber es wäre ein Vergnügen für dich zu arbeiten. Hä? Inwiefern will er denn dann noch für mich arbeiten, wenn mein Haus abbezahlt ist? Aber gut. Eine Eismaschine, ein Schulstuhl und Surfershorts. Wer würde denn sowas wegwerfen? Die sind ja noch wie neu, die Surfershorts. Wunderschön. Okay. Schauen wir mal an unser Nook-Portal. Und schauen mal zu Nook Shopping. KK Reggae. Ich glaube, KK Reggae haben wir schon. Oh, neue saisonale Sachen. Was haben wir denn hier? Eine Bastelkrone, der Bastelumhang und die Vatertagstasse. Naja, meinetwegen, oder? Stelle ich mal alle drei, weil... Bis 30.06. Na, dann schlagen wir zu, solange sie noch warm sind. Jetzt muss ich mal gucken, auf dem Weg zum Laden schaue ich mal schnell nach, ob ich KK Reggae schon habe. Können wir auch gleich reinhören. Ups. Müsste alphabetisch sortiert sein, oder? Ah, hier. Ja, da haben wir schon.
Wunderschön. Na, dann gehen wir mal ein paar Sachen verkaufen. Jetzt blühen die Büsche gar nicht mehr. Ich habe ein paar Büsche in meiner Stadt wirklich so platziert. Also ich habe immer auf die Blütenfarbe geachtet und auch ob die blühen bzw. nicht blühen. Und habe das so in mein Stadtbild mit eingeflochten. Und jetzt ist ein neuer Monat und jetzt blühen die Büsche gar nicht mehr. Jetzt ist alles anders. Verrückt. Ich möchte gerne was verkaufen. Und zwar, nein, das will ich behalten. Aber diese ganzen Fossilien und den Japan-Rosenkäfer, den wir beim letzten Mal gefangen haben. 26.000 Sternis. Na gut. Ist zwar im Vergleich zu unseren 2,5 Millionen Schulden, die wir noch haben, nur Peanuts, aber immerhin. Hallo. Nachteulige Grüße, Kekeke. Wie läuft's bei dir? Gehört das hier zufällig dir? Du hast was auf dem Boden gefunden? Zeig mal her. Die Nadine hier, das Eichhörnchen, hat übrigens witzigerweise früher bei Merlin gewohnt und ist dann bei ihr aus und bei mir eingezogen. Und sie hat sogar wirklich die Kleidungsstücke und Möbel, die ihr Merlin geschenkt hat, mitgenommen. Das finde ich schon eine ziemlich coole Idee, eine ziemlich coole Mechanik, dass das funktioniert. So, hier, bitteschön, eine Fundsache. Nee, das ist nicht mein Stil. Gut möglich, dass das Ding Lorenz gehört. Lorenz wohnt... Ach so, warte mal. Moment mal, der wohnt gleich hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe die Häuser erst vor kurzem alle verschoben. Nach und nach. Deswegen wusste ich es gar nicht mehr. Hey, du bist gekommen, Gro. Hast du was verloren? Was meinst du denn? Ja, bitteschön, eine Fundsache. Das sieht ja ganz nach dem Buch aus, das ich gelesen habe. Ich muss es wohl verloren haben. Worte sind nicht genug, meine Dankbarkeit auszudrücken. Nimm also dieses Geschenk statt großer Worte. Ein neues Oberteil. Ein Polohemd. Ich hänge an meinem Polohemd. Doch nun soll es dir gehören. Oh, schenkt er mir extra sein Polohemd. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. ein eisgekühlter Apfelmost dazu, Salsa auf meinem Grammophon. So lässt es sich leben. Du solltest dir auch etwas Entspannung nach der Lorenz-Methode gönnen. Lorenz ist schon witzig. Ein Löwe, der so ein bisschen Mittelalter oder eher so Renaissance-königlich gekleidet ist. Und sein Büro sieht aus wie so ein Großstadt-Lounge-Apartment-Dingens. Wie nennt man das? Mit Whirlpool und aber auch so ein Boss-Sessel und, ja... Fällt es nicht ein. Ein Loft, genau. So ein Großstadt-Wolkenkratzer-Loft-Ding, das wahrscheinlich pro Quadratmeter so viel kostet wie eine Zwei-Familien-Haus-Doppelhälfte auf dem Land. Oder so. Na gut. Schütteln wir mal ein bisschen die Bäume hier im Wald. Den Stock nehmen wir auch mit. Ich sollte nicht vergessen, auch die nicht Früchte tragenden Bäume zu schütteln, denn wer weiß, was man da alles so findet. Nicht erschrecken, es könnte sein, dass bei den nicht fruchttragenden Bäumen ab und zu mal ein Wespennest runterfällt. Aber ich habe das Spiel deswegen auch ein bisschen leiser gemacht als in der ersten Folge. Denn wie schon gesagt, laute Geräusche will ich in diesem Let's Play eben gerade eigentlich vermeiden. Ein Sackträger.
Warum nicht? Nehmen wir uns mit. Der Elefant im Regenanzug hinten in der Regenjacke applaudiert uns. Die Kirschen sind meine Heimatfrucht. Die bringen auf meiner Insel also die Startfrucht, die vom Anfang an da war, die bringt auf meiner Insel nicht besonders viel ein. Aber ab und zu, wenn ich genug Kirschen zusammen habe, besuche ich einfach immer die Merlin auf ihrer Insel, denn dort kann ich die Kirschen ziemlich teuer verkaufen, denn bei ihr war die Birne die ursprüngliche Frucht. Und so kann man auch mit den heimischen Früchten relativ viel Geld verdienen. Oder war wohl ein Käfer an dem Baum, den habe ich gar nicht gesehen. Aber das war nur wieder so ein grüner. Schade, dass es jetzt schon so spät ist und auch noch regnet, sonst würden wir wahrscheinlich viele neue Schmetterlinge sehen. Aber naja. Ein andermal. Oh, weil ich gerade von Schmetterlingen rede. Guck mal da hinten, ein Monarchenfalter oder so. Der ist auf einem sehr ungünstigen Baum. Den werde ich so nicht fangen können. Der wäre viel wert, aber... Ah doch, es hat funktioniert. Das Spiel war gnädig. Ein Atlasspinner, genau. Er mag zwar spinnen, aber er verfliegt sich bestimmt nie. Genau. Cool, haben wir den erwischt. Nee, du sollst den Baum schütteln, nicht mit deinem Fächer hauen. Bitte. Ach ja, wäre das nicht schön, wenn im echten Leben auch einfach manchmal Geld aus den Bäumen fällt. So, hier haben wir jetzt ein Wespennest. Oh nein, ich habe leider... Ich wollte die fangen. Habe aber daneben gehauen, beziehungsweise versehentlich den Baum geschüttelt. Da wurden wir wohl gestochen. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Oh nein, jetzt habe ich was eingepackt, das ich gar nicht einpacken wollte. Alles geht schief heute. Da platzieren wir das Pappgras wieder. Das habe ich nur zur Dekoration in den Wald gestellt. Mein Wald, den ich hier erzeugen wollte, so einen dichten, dunklen Wald, der war am Anfang noch viel baumlastiger. Ich hatte noch mehr Bäume überall. Die habe ich mittlerweile schon wieder gefällt, weil es einfach zu viel war. Das sah nicht mehr schön aus. Ich habe gerade eine Flaschenpost am Strand gefunden, in der steht, Hallo du Glückskind, die Idee für diese Bastelanleitung kam mir beim Tanztraining in den Sinn. Aha, die musste ich einfach irgendwem schicken, zur Not per Flasche. Los, pack deinen Bastelkram aus, over und aus, Susi. Grasröckchen, ach was, das ist wirklich ein Kleidungsstück. Wenn wir uns mal in unserer Bastel-App zumindest anschauen. Ah ja, tatsächlich, ein Grasröckchen einfach. Schön. Ich hätte ja gerne, ich kann euch das mal schnell zeigen, hätte so gerne mehr Möbel von diesem Holz-Eisen-Set. Das sieht einfach super aus. Ich würde gerne meine Küche zumindest sehr, genau hier haben wir es mit dem Glas-Eisen-Set dekorieren. Hier, man sieht es nur klein, aber hier die... Eisenholz, der Küchenschrank, die Spüle, das sind echt tolle Möbel. Leider braucht man, um den Küchenschrank hier zu bauen, erst die Kommode aus dem gleichen Set und die fehlt mir noch. Hier braucht man noch zusätzlich ein Schneidebrett, auch das habe ich nicht. Das ist alles nicht so leicht. Ein Käfer. Diese Japan-Rosenkäfer sind hier scheinbar überall jetzt neuerdings. Gut möglich, dass das am Regen liegt. Ich weiß es nicht. Oh, ich höre da was. Ich glaube, ich höre da ein Geschenk fliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, in der Tat. Ups. Schauen wir mal, was in dem Geschenk ist. 10.000 Sternis. Na, da sage ich auch nicht nein. Außerdem kriegen wir dafür wieder Nugmeilen. Eine tägliche Quest, wenn man so will.
weil wir einen Luftballon abgeschossen haben. Why not? Ich klappe mal schnell in der Faunapedie die neuen Insekten ab, die wir gefangen haben, damit der Neuigkeitenpunkt verschwindet. So. Dann schütteln wir wieder ein bisschen Bäume. Ich sollte wirklich mein Fangnetz bereithalten, falls wieder Wespen aus dem Baum fallen. Man weiß ja nie. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich habe gerade die Rübe aufgehoben. Die Rübe will ich eigentlich nicht aufheben. Das ist nämlich jetzt im Regen, sieht man es nicht. Aber ich habe extra eine Rübe aufgehoben und hier in den Wald gelegt, weil ab und zu krabbeln dann Ameisen über den Weg zur Rübe. Das sieht ganz nett aus. Das passt schön zu diesem Waldthema. Aber wahrscheinlich erstens nicht, wenn es regnet und vielleicht auch nicht, wenn es schon so dunkel ist wie jetzt. Wer weiß. Oh, ich passe hier gar nicht mehr durch. Eine Spinne. Ich krieg sie nicht. Na dann, bleib im Baum, Spinne. Ist in Ordnung. Ein Sackträger. Naja, warum nicht? Verkaufen wir. Da ist schon wieder so ein japanischer Rosenkäfer. Davon gibt es aber wirklich sehr viele. Na gut, hier oben gibt es nur Bambus. Bambusschütteln macht leider keinen Sinn. Ich finde es schade. Ich habe mich gefreut, dass Bambus quasi als neue Baumart eingeführt wurde. Aber, Mensch, wir sind im Wald gleich zwei von diesen japanischen Rosenkäfern. Naja, man kann mit Bambus nicht sehr viel machen. Leider. Wenn man den fällt, kriegt man Bambus, logischerweise, um damit zu craften. Aber das war's dann auch. Man kann es nicht wie die Bäume schütteln und jeden Tag auf irgendwelche kleinen Überraschungen hoffen. Normalerweise müsste jeden Tag, zumindest einmal, ein Möbelstück aus den Bäumen fallen. Das war jetzt bis jetzt noch nicht der Fall. Ich schätze mal, wir haben den Möbelbaum einfach noch nicht gefunden. Aber gucken wir mal. Ah ja, hier wurde ein Grundstück frei. Hier ist jemand ausgezogen. Dann könnten wir fast mal noch andere Inseln bereisen und uns einen neuen Bewohner aussuchen. Denn wenn ein Grundstück frei ist und man bereist andere Inseln, dann sind auf diesen Inseln immer auch andere Tierchen, die man eben zu sich einladen kann. Ist schon Arbeit hier in Animal Crossing, seine tägliche Routine. Alle Bäume schütteln, alle Früchte aufsammeln, alles verkaufen, alle Sachen ausgraben, die wieder neu spawnen. Und. Eigentlich auch mit allen Bewohnern reden und denen vielleicht sogar jeweils eine Sache schenken. Und das ist nur die tägliche Routine. Dann kommt noch hinzu, dass man natürlich auch Progression haben will. Nicht nur Instandhaltung. Man kann mit dem Spiel schon extrem viel Zeit verbringen, wenn man will. Ich habe doch einen Eisverkaufsstand bekommen. Irgendwann mal die letzte Folge oder was diese. Ich habe auch so eine Eislampe. Das könnte man sehr schön kombinieren wahrscheinlich. Na wie gesagt, das kommt alles hier in meinem Vergnügungsparkbereich, der aber aktuell noch kein Vergnügungspark ist, sondern einfach nur ein paar Bäume und ein Karussell. Aber das wird schon noch. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich Bäume schütteln wollte. Ich glaube, damit mache ich jetzt nochmal weiter. Sag mal, habe ich die Bäume jetzt hier geschüttelt vorher? Ich war so in Gedanken. So, das war so ein Automatismus.
Bin mir gar nicht mehr sicher. Naja, gucken wir ja mal. Eine Mülltonne. Na gut. Ich meine, warum nicht? Da war noch ein Fossil auf dem Weg. Man muss auch immer gucken, die Blumen wuchern so. Muss mal schnell schauen, wie viel Platz ich noch im Inventar habe. Geht eigentlich. Die Blumen überwuchern immer alle Wege und Bereiche, wo sie eigentlich gar nicht hinwuchern sollen. Aber es ist ja eigentlich auch cool. Dadurch vermehren sich die Blumen und man kann noch viel mehr Blumen pflanzen. Aber auch das ist eben sehr viel Arbeit. Das Spiel erfordert, je weiter man kommt und je länger man spielt, desto mehr einfach nur so tägliches Caretaking ist notwendig. Damit einfach nur alles so bleibt, wie es ist. Wir haben heute auch noch gar nicht Steine geklopft. Auch das könnten wir noch machen. Übrigens ist das nicht eine tolle Entenmaske, die ich da habe. Ein Schnabel einfach nur, keine Maske. Naja, leider neigt sich die Folge jetzt auch schon wieder dem Ende zu. Schade, schade, aber die Zeit verfliegt nun mal. Nun denn, dann verabschiede ich mich jetzt mal von euch und hoffe, wie gesagt, wirklich, dass euch dieses Format gefällt, dass das Format für euch Sinn macht und dass ihr Spaß habt. Beziehungsweise, was heißt Spaß? Dass ihr vielleicht auch einfach nur damit einschlafen könnt. Falls ihr noch wach seid oder morgen vielleicht noch dran denkt, schreibt mir doch vielleicht auch gerne Kommentare unter dieses Videoformat, den Let's Chills, wie ihr das findet und ihr das nutzt für euch, ob ihr wirklich damit einschlafen könnt oder wollt oder das für euch eher nichts ist. Würde mich sehr interessieren. Dankeschön. Und jetzt sage ich Tschüss und gute Nacht. Macht's gut.